Jo, die Vorspieler hier bei Memoria. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen rumgeklickt. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Ja, war auch etwas, es ist fast stumpf. Ich brauche etwas besser. Ein etwas seltsamer Lösungsansatz jetzt. Obwohl das noch einer ist, der besser ist als viele. Eine seltsame Konstruktion. Viele andere. Aber vielleicht erreiche ich damit Orte, die vorher unerreichbar blieben. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt können wir das darunter schneiden. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Das haben sie bestimmt voll geil in Szene gesetzt. Oh ja. So. So, jetzt haben wir ein Schild. Ja. So, das. Er ist schwerer, als er aussieht. Tun wir, denke ich mal, vielleicht mit der Schwertscheide kombinieren. Oder auch nicht. Der Schild allein macht noch keine Brücke. Dann halt. Ach, wir brauchen eine Brücke. Ja, ja, und dann mit dem Schwert. Warte, versuch das mal hier. Ich denke mal, du brauchst alles, was du hast, um da eine Brücke zu bauen. Streitkolben. Ja. Du brauchst alles und musst dann wahrscheinlich daraus hier so eine, wie so eine Leiter kombinieren, quasi, ne? Vielleicht brauchst du auch die Ranke gleich nochmal. Warum funktioniert es denn? Warum gibt das immer so ein Stahlgeräusch? Ja, die klickt nicht so random rum. Der Waffenständer ist nun mit der... Du kannst die Rank jetzt auch nicht mehr entfernen, ja? Gut, jetzt probier erstmal mal mit, also versuch mal das Schwert und das Schild zusammenzubauen. Hab ich doch schon. Dann versuch erstmal das Schild in die Scheide. Das Schwert in die Scheide hast du auch. Mit dem... warte. Mit dem Wurfstern passt das Schwert nicht mehr in die Scheide. Muss es aber auch nicht mehr. Gut. Der Wurfstern ist doch unten, warum soll das... Das passt doch dann. Ja, wie geil. Ein voller Logikfehler. Tschüss, du hast einen Logikfehler entdeckt. Ich bin der Logikfehler. Jetzt leg mal das Schild mit dem Wurfstern, weil die sagte, das Schwert, Mann, die sagte, das passt gerade so. Jetzt hast du einen Wurfstern dran, jetzt ist es länger. Naja. Verstehe ich, ne? Nein, ist das der Hammer. Das reicht noch nicht. Warum? Gefährliche Konstruktion. Weil sie noch gefährlich ist. Jetzt musst du noch, Mann, mehr, jetzt musst du noch mehr hinlegen. Oh Mann, Frau. Ja, das ist wirklich unglaublich, sowas. Ja. Eine Stütze allein wird den Schild nicht tragen noch eine können. Stütze, noch eine Stütze. Schieb mal den Kolben. Der Streitkolben alleine ist zu kurz. In die Hülle. Es ist nicht so gedacht, aber es geht. Jetzt geht's auf einmal. Eben ging's nicht. Ja, das ist jetzt was alles, was es so ein bisschen random macht alles. Und jetzt soll man noch ein Schild drüber legen oder was? Oh, super. Na ja. Gut, na gut. Das hätte man da unten nicht gekonnt. Nee. Okay. So. Also haben wir noch mehr Gewicht. Mal jetzt die scheiß Vitrine ein. Ja, mach mal. Da ist das heilige. Die helle Bade lässt sich nicht gut genug schwingen. Och jo, die stellt sich auch an. Das Glas ist zu dick. Moment mal. Ja. Du nimmst eine helle Bade, ja, die zum Schwingen gebaut ist, und die lässt sich nicht gut genug schwingen. Na gut. Da ist doch kein Platz hier, siehst du doch. Ja, und? Ich meine, hier ist der komplette Raum offen für die helle Bade. Dass du von rechts aus halt so schwingen könntest. Ja, die ist Linkshänderin. Ach, kann so man nichts machen, Schulz. Ja. Ich würde sagen, geh mal nach unten. Das sieht bestimmt ja cool aus. Dann nehme ich jetzt den Kolben. Und den stürzte in den Tod, ey. Ja, gut. So, ich nehme die Brücke wieder mit. Ja, nimm den Kolben. Jetzt legst du die helle Bade hin. Ja. Oh mein Gott, ist das. Wir sind on fire, Jules. Wir sind on fire. Oh, die passt. Die passt noch besser, gell? Oh, das Schild wieder, jetzt kann sie wieder hoch. Ich dachte, die gehen dann einfach die Treppe da hoch, weißt ja du? Nein, macht sie nicht. So, und jetzt meinst du mit dem kleinen Knüppel könntest du das jetzt machen, oder was? Nee, der ist verlängert. Wahrscheinlich auch keinen Platz. Jetzt schwingt ich das. Baue das Ding vorher auseinander. Ja, mach das, aber mach wenigstens überhaupt was. Oh, hast du gehört? Hast du gesehen, wie die den Knüppel da jetzt aus der Hülle gezogen hat? Ja. Sah gut aus. Schweres Schwert. Ah, wenn das schon schwer ist. Und noch ein paar Glasscheiben mitnehmen. Ja. Geht nicht. Nach unten. So, jetzt tun wir das Ding hier beschweren. Ey, weißt du, ich habe eine saugute Idee. Nee, was wir denn? Legen einfach den Schrank auch noch auf das Ding. Das ist am schwersten. Ja. Schwerer geht's doch eigentlich gar nicht mehr. Nee. Dann weißt du, aber so schmeißt du alles raus. Ach, scheiße. Da war ein Fehler in der Matrix. So, gut. Fehler der Waffen. Ja. Waffenstände. Ah ja. Nehmen wir einfach mal alle Waffen, die ich jetzt gefunden habe und schmeißen die raus. Ja, vor allem ist es voll das alte Schwert wahrscheinlich, irgendwie von so einem König oder so. Ja. Frauenlogik. Super. Anstatt dass er einfach die Waffe nimmt und das Ding da aufkloppt. Ich könnte ihn verschieben. So, jetzt bitte. Das wird bestimmt auch geil jetzt. Ja,
Super. Was ist drin? Dolch. Nee, unser Stecker. Also, wäre geil, wenn da ein Dolch nun drin wäre. Das hab ich gar nicht. Charizard, endlich. Wo seid ihr nur so lange gewesen? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir sind mitten im Krieg und Kasim ist kurz davor, die Festung zu übernehmen. Die Geweihten versuchen, ihn von der Schwebekammer abzuhalten. Aber wer weiß, wie lange es ihnen noch gelingt. Eine Schwebekammer, Prinzessin? Sie ist das Herz der fliegenden Festung. Sie hält uns alle in der Luft. Kasim glaubt, wenn er einen der Schwebekristalle so verändert wie der Forscher mein Rubin, könne er alle Erinnerungen aus der Maske herauslesen. Und damit auch alle Zauber des Zeitdschinns. Ein komplizierter Plan für einen einfachen Geist. Aber ihr werdet ihn aufhalten, nicht wahr? Darauf kannst du Gift nehmen. Der macht so wie Vicky, weißt du, so. Ja, ja. So die Nase rein, ja. Und dann schnippt er und so. Ja, wer jetzt der Stecken? Alle. Aber das Ding ist, jetzt haben wir den Stecken. Ja. Hilft er uns, dass wir aus diesem Raum rauskommen, oder? Durch den Einschlag ist die Waffenkammer abgesackt. Ich erreiche den Übergang nicht mehr. Aber es gibt's hier nichts mehr anzuklicken, gell? Nee, nee. Na gut, du kannst jetzt da runterspringen. Benutzt den Schwebekristall. Ja. Vielleicht gelingt es mir, die Kammer wieder anzuheben. Ach so, okay. Ja. Bin ich mal gespannt. Der Schwebestein ist noch nicht zerstört worden. Er hat nur etwas an Macht verloren. Vielleicht kann ich ihn mit meiner Magie neu entfachen. Dann mach mal, hau rein. Du musst dir wahrscheinlich so einen Zauber nehmen, ne? Ich fürchte, mein Zauber wirkt nur auf magisch. Vielleicht auch auf Schwebestein. Wecke den Schwebekristall. Jetzt geht's auf einmal noch da. Ja, ja. In Wirklichkeit haben sie nur das Ding. Danke. Gern geschehen, Prinzessin. Warum haben sie das den Weg nicht draußen einfach angedübelt? Schön Spacks. Schön was? 17er Dübel, Spacks. Ach so. Schraube, weißt du, 17er Dübel. Ab in den Beton, fertig. Er ist der erste bei, hält. Nein, das machen sie so einen Scheiß da mit so einem Schwebestein. Kann ja nichts werden. Ja, die waren halt noch nicht so weit. Ja. Also waren halt nicht mehr so weit. Also, da bräuchten wir jetzt einen Burger. Ja. Der wird uns das jetzt ganz genau erklären, warum die das nicht gemacht haben. Was ist das dann? Ach, das ist die fliegende. Es wird einfach gar nichts irgendwie. Wir sind fast da. In Szene gesetzt oder so, weißt du? Irgendwie auch. Die hatten jetzt bisher zwei Zwischensequenzen. Machen wir das mal. Doch? Und das von der Ingame-Grafik. Nee, das eine ganz am Anfang, das zweite. Das war denn. Das zweite war hier. Die Weiber, die laufen an den unmöglichsten Orten. Nein, ich meine, guck mal, weißt du, das ist sowas, das ist eine Festung über den Wolken, leck mich am Arsch, da muss hier. Vor allem im Krieg, hier muss es abgehen. Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Nee, das schläft doch nun. Da liegt ein Toter oder what? Das war eindeutig er. Dieser Hund. Welcher Hund denn jetzt? Kasim. Ach, ich dachte, ein Mensch. Oder Karim. Kasim. Oder Kasam. Wow, Chicka, wow, wow. Oder wie der hieß. Abracadabra. Da ist er doch. Der Entgegner. Was hat denn der sich jetzt da... Oh nein. Ich habe schon Filme gesehen. Prinzessin. Ihr wart. Ariachos. Seid ihr in Ordnung? Ihr kommt zu spät. Er hat es fast geschafft. Habt ihr noch meinen Dolch? Er hängt an meinem Gürtel. Tiefer. Wir hatten versucht, ihn zu weihen. Aber es war, als hätten die Götter sich geweigert, es zu tun. Als hätten sie sich von euch abgewandt. So weit ist es also schon gekommen. Stehen die ganzen Jetzt strafen Männer. Mich auch noch die Götter mit ihrer Missachtung. Rufe so, tu es, tu es! Oi! Damit Boah. Bleiben mir wohl nur noch meine Zauber. Prinzessin? Was ist? Ich fürchte, die geballte Präsenz des Prinzen und der Kristalle erschwert mir jede Art von magischer Einflussnahme. Ihr müsstet schon ganz nah an ihn heran und ihn berühren, wolltet ihr ihn verzaubern. Erst die Götter und jetzt das. Dann muss es eben so gehen. Ihr wollt nicht allen Ernstes nur mit einem Dolch bewaffnet in die Schlacht ziehen. Als wäre es je anders gewesen. Die Frau, ey, die regt mich auf. Der jetzt haben wir jetzt die ganze Scheiße mit dem Waffen Schränkchen da und die ganze Action nur gemacht, um den Stock zu kriegen. Dann kommen wir hierher.
Ja, es geht nicht, ne? Ja, ja. Für was machen wir jetzt mit dem Stock? Haben wir den mit? Wir haben noch einen Stock. Wir haben einen Kopf geklopft und gut. Voll seine Bitch hier, die Tentakel. Ja, ja. Alles klar. So, einmal gucken. Ach, guck mal, hier sind Geweihte liegen da rum. Irgendwas muss man da mit dem machen. Guck dir mal den an. Guck mal den Praios Geweihten an. Er trägt noch sein Zepter bei sich. Aha. Merkst du was? So, jetzt geh mal auf den Everett. Das ist ja mehr. Wert. Das Feuer und er hat nichts mehr außer seinem Gürtel. Nein. Oder wer ist denn das? Der Zieher Leichenflattern erstmal. Born ist ja der Totengott quasi. Ja, ja. Aber es ist nicht negativ, also auch der Schlafs und sowas. Ja. Er trägt einen Federkiel bei sich. Ein Rabenkiel wahrscheinlich. Kein Ersatz für ein Schwert. Aber was habe ich für eine andere Wahl? Die Feder ist mächtiger als der Herd. Die hatte eben so ein grünes Schwert. So ein grünes, schweres Schwert in der Vitrine und die wirft's raus. Gut, aber Jules, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also du, dein Ruf nach Aktion, ja. Da muss ich nur einen Spieltitel nennen. Was? Devil May Cry. Da sie ist verschlossen. Da hatten wir alle möglichen Arten von Waffen und es war so scheiße. Ja, aber das Spiel ist, weiß nicht. Ja, und hier haben wir jetzt keine. Das ist jetzt mal ein anderer Versuch. Wer ist denn Ariarchos? Der. Gebt auf! Er ist euch weit überlegen. Nein, ich werde ihm alles entgegenhalten, was ich in die Finger bekomme. Ja, aber der er hat mich lange genug gedemütigt. Da hätten wir jetzt aber einen Monolog gestartet mit der Geschichte. So. Dann. Ja gut. Also, klick. Mach doch einfach mal so einen Linksklick und lauf runter. Ja, es geht doch nicht. Wohin hin? Wo denn da? Einfach mal runter. Achso, ich dachte, man könnte einmal hinlaufen. Ja, ich bin auf der falschen Ebene. Schön. Steine? Was machst du denn? Also, das hätte mal so ein kleiner Steinhaufen. Ja, nimm mal den. Ja, wirf mal mit Stein auf den. Mach so, warte, mal. Was hast du denn jetzt? Du hast Der kriegt jetzt. Wäre geil. Voll ins Auge. Nein. Die macht's. Au. Na, wer wohl? Satya? Du lebst? So leicht wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh, Jules. Au. Wie du das investigativ ermittelt hast. Ey. Ja, danke. Schau mal, zwei Steine. Ah, ja. Gar! Für wen hältst du dich? Und gerade den letzten. No. Das ist voll genervt. Das hört jetzt auf! Ich habe auch keine Steine mehr. Und nun sieh zu, wie ich mir diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Prinzessin, ich habe noch etwas für euch. Eine Muskete. Die kann ich jetzt nicht mehr benutzen, du Idiot. Er hat Kraftfell. Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Dessen Macht speist sich aus dem Hauptkristall und den 5 kleinen Schwebekristallen in den Türmen. Was, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer. Und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum linken Schwebeturm. Aber beeilt euch! Er wird von Moment zu Moment mächtiger. Jo, und es wird... Ich danke euch. Geht's in die kritische Phase. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal einen Break. Damit wir uns gleich mit voller Macht der Action widmen können. Action. Ich denke mal, wir werden dann auch gleich dem Ende zugehen, ne? Und vielleicht auch mal eine Endsequenz sehen. Aber das haben wir bei Outlast auch gedacht, ne? Ja, ja. Muss man mal so dran denken, ne? Da haben wir ja irgendwie, was weiß ich, 20 Episoden vorm Schluss gedacht. Jetzt haben wir es. Wir haben's. Ja, wir sind raus. Und dann zack! Haben uns die Entwickler dann nochmal den Dolch ins Herz geschoben. Dir, ne? Vor allem, du Schisser. Ich will das Spiel. Ich hab das die ganze Zeit gespielt, davon durchgezogen, Mann. Was ich mit dem Finger, was ich für eine Handbewegung mache. Ey. Ja, kennst du das Zeichen mit dem Finger? Ja, das geht auch mit dem anderen. Das ist das Zeichen für Schluss. Ja. Schluss jetzt, du Arsch. Wie Memoria ausgeht, nächster Teil bei den Vorspielern morgen und wir sagen Tschüss. Außer ich sage Tschüss.